hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, hier wäre der Zukunftstuxer aus dem Schnitt. Und zwar ist mir beim Videoschneiden etwas aufgefallen, dass irgendwie mein ganzes Vorwort irgendwie weg ist. Und deswegen dachte ich mir so, komm, schneide jetzt mal eben jetzt mit rein. Und zwar habe ich behauptet, dass ich es schaffe, Ubuntu innerhalb von 10 Minuten zu installieren. Genau, das war so ein Ausgangsthema dieses Videos halt eben. Weil oft wird immer gezeigt, man hat zwar Ubuntu installiert, aber immer nur eine virtuelle Maschine und ich persönlich halte davon nicht viel. Man kann so ein bisschen reinschnuppern, so alles gut und schön, aber trotzdem so an die richtigen Probleme kommt man erst ran, wenn man auch dementsprechend das Ganze auf einer richtigen Hardware installiert. Genau, darauf wollte ich hinaus. Unterm Strich ist es auch kein Hexenwerk, das Ganze auf einer echten Maschine zu installieren. Das klappt eigentlich auch alles wunderbar. Aber dennoch sind doch die ein oder anderen Probleme, die passieren dann meistens dann halt eben doch. Im Gegensatz zu einer virtuellen Maschine, angefangen von der richtigen BIOS-Einstellung, wird der USB-Stick erkannt, ist der USB-Stick bootfähig, um nur ein paar Sachen zu sagen, oder bleibt er auf einmal doch mittendrin einfach stehen, ist die Festplatte richtig partitioniert und. Um einfach nur mal so ein paar Probleme zu nennen. Ich möchte eigentlich auch im Einzelnen jetzt nicht darauf eingehen. Ich finde es trotzdem interessant, einen Installationsprozess zu sehen auf einer echten Hardware. Klar, man kann mal nicht jede Hardware miteinander vergleichen. Jede Hardware ist so ein bisschen individuell, keine Frage. Aber trotzdem, wie gesagt, macht das auf jeden Fall auch eine Menge aus. Und auch von der Geschwindigkeit in der virtuellen Maschine geht der Installationsprozess halt eben nun mal wesentlich schneller als auch auf einer echten Hardware. Und ohne es genau zu wissen, habe ich einfach behauptet, ich schaffe es in 10 Minuten Ubuntu zu installieren. Weil mal irgendjemand zu mir meinte, wie, du installierst alle 6 Monate komplett neu, oh, viel zu viel Arbeit. Ich so, ja, wo ist denn da das Problem, ne? Weil ich jede Version mitnehme. Ich nehme auch die LTS-Version nehme ich mit, wenn die gerade aktuell ist, aber wenn sie nicht aktuell ist, nehme ich auch die anderen Versionen, ne? Diese Zwischenversionen. Und ich habe nämlich auch nie Probleme gehabt. Ich knall das drauf, ein halbes Jahr später komme ich wieder runter, also. Ja, so ähnlich wie so ein persönliches Rolling Release. So handhabe ich das im Endeffekt schon seit Ubuntu 2008, genau. Da fing ich an, Windows runterzuschmeißen, zu deinstallieren und wirklich nur noch mit Ubuntu zu arbeiten. Und genau, seitdem mache ich das so und ich habe eigentlich auch nie nennenswerte Probleme damit gehabt, auch auf verschiedenen Hardware, klar, innerhalb von, weiß nicht, 15 Jahre oder wie lange das jetzt her ist, hat man natürlich auch dementsprechend verschiedene Hardware gehabt, Laptop, Desktop-PCs, etc. Und bis jetzt hat alles immer wunderbar geklappt. Genau, darum soll es eigentlich in diesem Video nur gehen. Installation von Ubuntu 24.04 auf einer echten Maschine unter 10 Minuten. Ob das geklappt hat, ich weiß das Ergebnis. Man weiß es nicht, noch nicht. Schaut euch das Video an, ob es funktioniert oder nicht. Achso, was natürlich noch hinzukommt, nach der Installation müssen natürlich noch ein paar Updates drauf, persönliche Einstellungen müssen vorgenommen werden und die eine oder andere Software muss auch noch installiert werden. Ja, das ist richtig, dann kommt man natürlich auf mehr als auf 10 Minuten. Aber ich sag mal so, ich mache sowas eigentlich auch ganz gerne, so komplett alles neu zu installieren, alles frisch aufzusetzen und also wie gesagt, man muss natürlich auch ein bisschen Spaß dran haben. Wenn er natürlich nicht gerne macht, dann für denjenigen ist das natürlich dann in dem Sinne nichts. Der wartet halt eben, bis dieses automatische Update kommt, kann man auch machen. Dass man halt eben dann, ich glaube, man muss bis zum Sommer dann immer warten und dann, sobald das erste Point Release kommt, dann kommt automatisch diese Aufforderung, bitte installieren Sie Ihr System neu. Kann man natürlich auch machen. Das ist natürlich dann noch einfacher. Dann braucht man nur 2 Knöpfchen drücken und dann geht man einen Kaffee trinken und dann ist das System natürlich dann auch up-to-date. Da gibt es alle natürlich mehrere Möglichkeiten. Ist nicht alles in Stein gemeißelt, was ich hier so rumquassel. Und vielleicht auch nicht die beste Alternative, die man machen kann. Aber es macht mir Spaß. Es ist eine Alternative und die macht mir Spaß. Genau. Und darum geht es ja nun mal auch. Ich habe jetzt hier keine Firma oder setze das irgendwie produktiv ein, das ist alles nur hobbymäßig. Genau wie mit meinem sogenannten Home-Server, der eigentlich kein Server ist. Ich weiß, die Kritik habe ich schon gehört, aber so wie ich benutze, ich brauche eine grafische Oberfläche. Auf jeden Fall, ohne die ist das für mich sinnlos, ein Video zu schneiden ohne grafische Oberfläche. Weiß nicht, wie das geht. Also gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, aber da bin ich raus. Ne, zum Beispiel wäre eine Aufgabe meines Servers und natürlich das Rendern von Karten, von OSM-Karten.
Ja, genau. Genau, da auch noch ein Satz zu. Und zwar rüste ich oder habe ich jetzt mein System auf 64 GB Swap aufgerüstet. Aber das aufgerüstet. Ich habe es so eingestellt, sagen wir mal so, über die Partitionierung. Und jetzt wird jeder sagen, liebe ich doof. Ja, bin ich auch. Ja? Klar, aber warum mache ich das? Genau, dazu ein kleiner Schwenk zu meiner Homepage. Und zwar geht es um diese Karten, die ich hier zum freien Download zur Verfügung stelle. Ja, 64 GB, das muss ich doch ein bisschen weiter ausholen, warum ich das so eingestellt habe. Im Endeffekt, weil ich es brauche. Ich habe nur 16 GB Arbeitsspeicher. Ich könnte mir natürlich jetzt auch einen neuen Riegel kaufen, aber der kostet nur mal einige Euros und da bin ich doch ein bisschen zu geizig für. Und für die paar Mal im Jahr, wo ich das benötige, sehe ich jetzt nicht ein, da jetzt nochmal 64 GB Arbeitsspeicher zu kaufen. Und deswegen habe ich jetzt diese Lösung gewählt. Hier ein kleiner Blick von meiner Homepage, wie so eine Karte dann im Endeffekt dann hinterher aussieht. Ja, ein Screenshot vom Garmin GPS-Gerät. Also hier sind alle Wanderwege eingezeichnet. Hier Wegeverlauf. Mountainbike-Wege ist für mich ganz wichtig als Mountainbike-Fahrer. Ich habe besonders auf den Kontrast geachtet beim GPS-Gerät draußen auf dem Feld und deswegen sieht die halt eben nun mal so aus, wie sie aussieht. Ich kann das Programm ja mal ganz kurz starten. Kann man ja schon seinen Arbeitsspeicher einstellen und dann dementsprechend das Programm starten. Ja, so sieht das aus. Und wenn ich jetzt hier den Generierungsprozess starte, ich gehe jetzt gar nicht weiter ein auf diese Anwendung halt eben, dann kann man halt eben deutschlandweit oder europaweit so von der ganzen Welt eine OSM-Karte nach seinen Bedürfnissen erstellen. Und dieser Generierungsprozess, der dauert mehrere Stunden. Und natürlich mit echten RAM geht es natürlich wesentlich schneller. Jetzt mal mein Laptop, habe ich zum Beispiel 64 GB. Da läuft ein Generierungsprozess ungefähr eine Stunde für ganz Deutschland. Und auf dieser Maschine meine ich so 5, 6 Stunden. Mit dem virtuellen Arbeitsspeicher, also mit Swap, mit 64 GB Swap, braucht er ungefähr 6 Stunden. Das tut aber nicht weh, dann läuft er aber über Nacht und dann ist der Rechner in dem Sinne auch fertig. Ja, da, so viel kurz zu meinem Setup und warum ich das jetzt so gewählt habe, auch mit 64 GB Swap, was natürlich keinen Sinn macht, ich weiß, aber es funktioniert und darum geht es ja auch im Endeffekt, dass man sich etwas zusammenbastelt, was funktioniert und dann vor allem, dass man auch Spaß dran hat. So, viel zu viel gequasselt vorneweg. Ich würde sagen, das eigentliche Video startet jetzt. Viel Spaß beim Zugucken. So, der USB-Stick ist drin. Ich warte, bis das Bootmenü kommt. So, genau, hier habe ich meine beiden Festplatten und den USB-Stick. Ich würde sagen, auf los geht's los. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie lange das dauert, um Ubuntu auf einer richtigen, echten Hardware zu installieren. Die Hardware ist von 2014. Und es sind zwei SSD-Karten zwar drin, aber die sind mittlerweile auch schon so alt und so vergurkt. Ich glaube, ganz so schnell sind die auch nicht mehr. Und aufgrund des Alters haben die, glaube ich, eh nicht so eine hohe Geschwindigkeit. Aber ich habe ja behauptet, 10 Minuten, dann ist alles fertig. Und der Aussage möchte ich jetzt auch gerecht werden. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, unter einer Minute. So, ich wähle einfach mal zum Testen eine ganz einfache Installationsart aus. Naja, ein bisschen rödelt er noch. So, Deutsch haben wir hier. Weiter. Das brauchen wir nicht. Weiter. Deutsch ist Deutsch. Kabelgebunden passt. Installieren passt. Interaktive, ja. Standard, nein. Wir machen natürlich eine vollständige und mit allen Zip und Zap. Festplatte löschen und Ubuntu installieren. Jawohl, das machen wir jetzt. Genau. Auf B, ich könnte sogar auf A installieren. Dann wäre Windows weg. Komm, wir knallen, machen das direkt auf A raus. Windows ist weg, brauchen wir nicht mehr. Wie nennen wir mich? Ich nehme mich einfach mal Tuxa. Gebe das Passwort ein. Weiter, weiter, weiter. Ja, und jetzt warten wir einfach mal ab. Und dann schauen wir mal, wie lange das braucht, damit es installiert ist. Ich habe ja gesagt, ich schaffe das in 10 Minuten.
Mal gucken, ob das stimmt. Natürlich nur das Grundsystem. Da muss natürlich noch ein paar Programme nachinstallieren. Damit wäre jetzt Ubuntu 24.04 LTS installiert, in unterhalb von 10 Minuten, wie versprochen. Es war natürlich jetzt eine ganz einfache Installation, damit im Endeffekt einfach nur einmal drüber bügeln. Gut. Was natürlich noch fehlt, ist natürlich jetzt so die erste Installation, das erste Einrichten. Und das werde ich jetzt vornehmen. Ich starte jetzt zum ersten Mal neu. Lass die Uhr nochmal laufen. Was uns einen interessieren sollte. Dann schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Ja, das BIOS ist hier ziemlich langsam. Okay, hier hätten wir dann dementsprechend das Menü. Ja, so viel gehabt. Einfach starten und fertig. Ja, der erste Start nach einer Neuinstallation dauert immer so ein bisschen länger. Ja, und damit wäre ich ja noch im Login-Stream, also immer noch im 10-Minuten-Bereich, wenn man das mitzählen möchte. Ja, ich würde sagen, ich installiere jetzt einfach mal OBS. Mehr mache ich jetzt hier nicht. Weiter, weiter. So, wir brauchen ein Terminalfenster. Was ist denn hier unten? Achso, das Symbol haben wir noch verändert. Da haben wir schon ein Terminalfenster. Können wir sofort andocken. Und dann sagen wir ihn. Ah, es hat einen blöden Namen vergeben. Sehe ich gerade. Vielleicht ändere ich das noch. So, sudo apt-get install obs-studio. Studio Line, jawohl. Ja, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder, wenn ich mit OBS verbunden bin. Mein Audiopegel, Test 1.2, Test 1.2, ja, ein bisschen geht da noch. Ja, ich würde sagen, so ist gut. Der rote Bereich ist leicht angekratzt und dann hat man eigentlich normalerweise einen guten Soundklang. So, jetzt habe ich's. So, wie gehe ich am besten immer vor? Ich räume hier erstmal auf. Brauchen wir nicht. Was ist das denn? Das brauchen wir auch nicht. Einen Writer brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Ja, der Rest ist eigentlich okay. Dann gehe ich nochmal hier in die Einstellung hinein und nehme mal die ersten Sachen vor, mal kurz auf die Uhr schauen. Jetzt haben wir, sagen wir mal, 5 nach 11 habe ich angefangen. WLAN brauche ich nicht. Ich habe ja ein Netzwerk, also ein LAN-Kabel. Das ist auch okay. Das ist okay, das ist okay. Achso, was haben wir da stehen? Ausgeglichen, passt. So, genau. Hier machen wir fest 4 Seiten. Das reicht. Gut, was können wir noch machen? Wir machen mal eine andere Farbe. Komm, wir machen mal blau, einfach mal so just for fun. Wir können noch mal ein anderes Hintergrundbild nehmen. Einfach nur so, just for fun. Auch etwas Dunkles hier. Ach komm, nehmen wir den hier. So, was können wir hier noch ändern? Automatisch ausblenden habe ich gerne. Und ja, so als Panel finde ich es auch besser. Das ist wieder ein bisschen Geschmackssache. Was können wir noch machen? Ja, der Rest sieht doch eigentlich ganz gut aus. Mein Drucker wird sofort out of the box installiert. Da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Jetzt kann man sofort einen Testdruck machen. Machen wir sofort einen Testdruck. Editor. Was schreiben wir mal hier rein?
der Tuxer. Falsch geschrieben, so schreibt man den Tuxer. Jetzt sagen wir ihm drucken. Ganz out of the box, ungeschnitten. Und da druckt der Drucker auch. Und was haben wir da stehen? Und da druckt der Drucker auch. Und was haben wir da stehen? Der Tuxer. Dann werde ich als nächstes erstmal meine Online-Daten einbinden. Achso, das hier möchte ich auch noch weg haben. Wie war das nochmal? Ich glaube, da braucht man den Optimierung, ne? Optimierung ist noch nicht installiert. Oh, dann installieren wir eben die Optimierungen. Gehen wir einfach mal rein. Optimierung. Okay, ne, Snap will ich nicht, ich will Debian. Da, Optimierung installieren. So, dann gehen wir hier mal ein, Optimierung, da haben wir sie schon. Was können wir hier noch machen? Irgendwo kann man hier die Laufwerke rausnehmen. Wie war das nochmal? Muss ich erstmal überlegen. Oder war das hier? Show Home Flutter. Das kann eigentlich weg. Tiling ist gut. Dann werden die Fenster vernünftig platziert. Genau, hier kann ich mal den Namen von meinem PC ändern. Nennen wir einen Tuxer-Server. So, gucken, ob sie jetzt sofort auswirkt. Tuxer-Server, ja, habe den Namen auch geändert. Bildschirmfreigabe, genau, das muss ich natürlich dann auch einmal machen. Muss ich einmal aktivieren. Warum geht das nicht? Jetzt abgestürzt. So, gehe ich nochmal kurz in die Einstellung hinein. Unter Freigabe, genau. Hier stürzt er irgendwie ab. Das Fenster friert ein. Okay, da haben wir noch einen kleinen Bug. Dann wollen wir mal eben zwangsbeenden. Gnome. Control Center beenden, Prozess beenden. So, ich denke mal, ich brauche erstmal ein paar Updates. Fällt mir gerade eben ein. Sudo update. Okay. So, und warum stürzt er jetzt hier ab? Das ist natürlich ein bisschen komisch. Das ist natürlich ärgerlich, weil der beste Server nützt mir nichts, wenn ich den halt eben dementsprechend nicht verwenden kann. Aber ich brauche ja noch ein paar andere Pakete und die werde ich jetzt erstmal standardmäßig installieren. So, ich brauche sudo apt-get install. So, da melde ich mich doch nochmal ganz kurz zurück, weil die eine oder andere Einstellung möchte ich noch ganz gerne vornehmen. Und zwar möchte ich einmal diese beiden Einträge hier rausbekommen. Da gab es auch eine Lösung für. Vielleicht geht das über den dconf-Editor. Da muss ich da nochmal reinschauen, inwiefern hier eine Einstellmöglichkeit ist. So, ich switche nochmal ganz kurz rüber zu dconf-Editor. Und zwar
habe ich jetzt gerade eben noch einmal hier den Papierkorb und Valium dementsprechend ausgeblendet. Jetzt nur, wo war das? Das war unter Gnome Tweaks, meine ich. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. System? Nein. Ah, wo habe ich das denn jetzt rausgemacht? Ich suche einfach mal Trash. Wofür haben wir denn eine Trash? Ein Suchfeld. Genau hier war das. Ich mache mal eben das Fenster hier ein bisschen kleiner. So. Unter dem Pfad Gnome. Also Org Gnome Desktop Preracy. Und hier kann man einiges einstellen. Jetzt habe ich den Pfad gefunden. Also nochmal Org Gnome Shell Extensions Trash to Dock. Und hier kann man sagen, ob man den Mülleimer haben möchte oder nicht. Jetzt wäre er auf einmal da. Und jetzt ist er wieder weg. Und das gleiche mit den eingebundenen Festplatten. So, und dann wäre die gemountete Festplatte einmal da. Und jetzt wäre sie wieder weg. Genau, das wollte ich euch eben noch zeigen. Dafür ist dieses Tool hier ganz gut. Deconf Editor. Damit kann man ganz gut solche Sachen halt eben dementsprechend einrichten. So, ich mache gerade noch so ein paar Einstellungen hier, auch was OBS und so betrifft. Da bin ich noch nicht ganz so mit zufrieden. Wenn wir schon so viel Platz zur Verfügung haben. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt hier einen 4:3 Monitor und nehme mal mit 16:9 auf halt. Ne? Ist jetzt halt so, ne? Ach komm hier. Was ein Tuxer ohne Tux, ne? Oh, dann packen wir mal hier hin. Video soll noch ein bisschen schön werden, ne? So, was wollte ich jetzt nochmal machen? Das OBS ist, denke ich mal, jetzt nicht so interessant. Ich wollte noch etwas über diesen D-Conf-Editor. Mal so ein, zwei Sachen, die mir gerade so spontan noch einfallen, zeigen, die man jetzt hier machen kann, um den Nautilus so ein bisschen freundlicher zu gestalten. Kann man über den Pfad Org, Gnome, dann war das genau, Nautilus. Nautilus. Der Nautilus, der eigentlich gar nicht Nautilus heißt. Wie heißt der Nautilus? Der Nautilus heißt ja jetzt angeblich Dateien. Dateien, das Gnome-Projekt. Einfach mal umbenannt. Egal, nehmen wir nicht so genau, ne? Und den Deconf-Editor hat man es nicht gemacht. Aber das wollte ich gar nicht zeigen. Ich wollte zeigen, dass man hier auch noch so ein paar schöne Sachen einstellen kann. Wenn man zum Beispiel ein anderes ZIP-Format haben möchte oder Kompressierungsformat, kann man hier dementsprechend auch was anderes wählen. Ja, 7-ZIP oder was gibt es noch? TAR wäre so klassisch halt, ne? Ja, das könnte man machen. Dann kann man hier Icon View, genau, kann man einmal hier mit Typ Non-Non, das ist uninteressant. Genau, List View, das ist interessant. Und zwar einmal Use Tree View, das ist, finde ich, mega genial. So, was ist das? Diese kleinen Pfeile, das ist Use Tree. Diese Baumstruktur. So, wenn ich jetzt mal hier den, ups, was habe ich getan? Use Tree ist richtig. Wenn ich das jetzt mal deaktiviere. Na, ich mach das mal so, dass ihr das auch besser seht. Hier, über den Knopf muss man das machen. So, jetzt wären neu laden. Einmal den Nautilus neu starten. Die sind immer noch da. Ne, jetzt sind die weg eigentlich. Die Pfeile. Nein, ich muss den ja auch ausmachen. So, jetzt ist er aus. Neu laden. So. Ja, jetzt sind die Pfeile auf. Das wäre jetzt hier so die klassische Ansicht. Und hier drüber kann man halt eben ja die Baumstruktur mit, ja, erzwingen ist das verkehrte Wort, zumindest einstellen. Das wäre vielleicht das bessere Wort. Das wäre Use Tree View. Dann auch unter List View, genau, jetzt muss ich euch das nochmal zeigen, Typ. Standardgemäß ist hier kein Typ hinterlegt. Und dann hat man das Problem,
zum Beispiel bei Programm Map Composer, hier hat man etliche verschiedene Dateiformate. Und damit das jetzt so schön ordentlich strukturiert ist, macht, finde ich, ein Typfilter oder eine Typordnung macht da auf jeden Fall Sinn. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte nach Größe ordnen, ist klar, dann ist es ganz strubbelig. Ich glaube, so wäre das sogar mal nicht so standardmäßig. Oder nach Dateiname. Nee, so wäre das. So wäre standardmäßig. Und durch die Erweiterung des Feldes Typ, kann man hier auch noch so ein bisschen 5S betreiben, praktisch sozusagen. Ne? Genau. Und dann kann man hier drüber nämlich, wenn man einen Doppelklick macht, hier einfach Typ mit eintragen, händisch, und den Schalter hier ausmachen. Das wollte ich euch eben noch ganz kurz zeigen. Und hier hat man noch andere Möglichkeiten, etwas einzustellen. Zum Beispiel, dass man immer etwas löschen kann. Da hat man einen extra Eintrag zum dauerhaften Löschen, und hier hat man einen extra Eintrag für Verknüpfungen. Das wären nochmal so ein paar typische, wichtige Einstellmöglichkeiten über den dekonf-Editor. So, ich schaue mir mal ganz gerne über Laufwerke mal an, wie mein System so generell jetzt aufgebaut ist. Also, was haben wir denn hier? C, ist das noch der USB-Stick? Nein, keine Ahnung, was das ist. SD-Karte. So sieht mein System jetzt aus. Hier und hier. Hier wäre meine Swap drauf. Okay, und hier ext4, hier ist das Wurzelverzeichnis, genau, hier ist mein Betriebssystem, hier ist mein Swap, und hier hätten wir noch eine Partition. Okay, Pate ist nicht schadmäßig installiert, dann machen wir das mal eben. So, das wäre jetzt mein aktuelles System. Hier sieht man schon, hier sind einige Daten drauf, also auf SDA. Ja, hier wäre meine Swap-Partition mit 64 GB. Das passt. Und hier wäre mein Betriebssystem drauf, 10 GB Installation. Nicht eingehängt. Okay, ich habe hier eine nicht eingehängte Partition. Ich benenne die erstmal um. Ich nenne wir einfach mal Platte. Platte SDB. Na, schauen wir ruhig klein. Platte SDB2 420 GB. Unter Mediatuxa ist die jetzt drin. Jetzt haben wir sie drin. Okay, aus irgendwelchen Gründen war die jetzt nicht eingehängt. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!